Unsere circa einstündige Spreefahrt beginnt auf der Höhe der Liebknechtbrücke und führt uns Richtung Mühlendammschleuse vorbei am Berliner Dom. Die Domkirche ist die größte evangelische Kirche Deutschlands und die größte Kirche Berlins. Anschließend gleiten wir entlang dem neuen Marstall im neobarocken Stil, in dem früher rund 300 Pferde sowie die Kutschen und Schlitten der kaiserlichen Familie untergebracht waren. Vor der Mühlendammschleuse dreht das Schiff und wir fahren nun in entgegengesetzter Richtung entlang dem Nikolaiviertel. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es weitgehend zerstört. Die wenig noch vorhandenen Gebäudereste wurden restauriert und neue Gebäude, teils mit historistischen Fassaden, errichtet. Das Wirtshaus zum Nussbaum besteht seit Mitte des 16. Jahrhunderts. Bekannt wurde die Schenke durch prominente Besucher, wie zum Beispiel den Milieuzeichner und Fotografen Heinrich Zille. Die Nikolaikirche ist die älteste noch intakte Kirche Berlins. Bis zum Jahre 1876 hatte die Kirche nur einen Turm. 1876 bekam die Kirche im Zuge von Sanierungsarbeiten ihren zweiten Turm. Anschließend an das Nikolaiviertel passieren wir auf der gegenüberliegenden Seite die Museumsinsel. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es konkrete Pläne für die Schaffung der Museumsinsel. 1830 entstand als erster Bau das alte Museum. Bis zum Jahre 1930 erfolgte die Schaffung der weiteren Museen. Die Weidendammbrücke überführt die Friedrichstraße über die Spree. Die heutige Brücke markiert den drittältesten Brückenschlag im Bereich des alten Berlin. Das schmiedeeiserne Ziergitter der Brücke trägt beiderseits den kaiserlichen Reichsadler. Mit dem Unterqueren der Marschallbrücke sind wir nun auch mit Ihnen im neu gebauten Regierungsviertel angelangt. Das Regierungsviertel wurde grundsätzlich erst einmal geschaffen von zwei Architekten und das waren Axel Schultes und Charlotte Frank. Axel Schultes und Charlotte Frank haben durch die rechtsgültige Mariengesinde Gütershaus das sogenannte Band des Bundes geschaffen. Allgemein gesehen ist das ein künstlerisch-politisch verbindendes Element zwischen den beiden ehemaligen Stadthälften Ost- und West-Berlin. Und ganz konkret sind es Regierungsgebäude, die mit Brücken verbunden sind. Der Humboldt-Hafen ist ein Hafenbecken in Berlin-Mitte. Das Hafenbecken ist nach dem Naturforscher Alexander von Humboldt benannt. Auf der rechten Seite grenzt die Charité an das Hafenbecken. Die Charité ist das älteste Krankenhaus Berlins. Dem Krankenhaus gegenüber liegt der Berliner Hauptbahnhof. Er ist der größte Turmbahnhof Europas. Bei der Ausfahrt aus dem Humboldthafen liegt das Kanzleramt auf dem gegenüberliegenden Spreeufer. Jetzt geht es wieder zurück zur Altstadt, vorbei am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße. Zur Zeit der Berliner Teilung war der Bahnhof eine Grenzkontrollstelle. In einer Vorhalle mussten sich die Westberliner vor der Rückreise von ihren DDR-Verwandten verabschieden.